Kameraden, ja, sind wir soweit? Jawohl. Wo ist der Rösner? Fehlanzeige. Hat er wieder Schlaftabletten genommen? Der braucht keine Schlaftablette, das ist selber eine. Ja, also das ist wahr, von einem Schwelbrand versteht er was, aber von einem Feuersturm keine Ahnung. Herrschaft, bevor die Schulung jetzt fortgesetzt wird, möchte ich noch darauf hinweisen, der Sepp kriegt heute noch eine Ehrung. Ja. Du hast ja die Floriansnadel in Silber, die in Bronze hat er bereits. Ah, ja. Ne? Aber nicht heute, weil ich muss noch weg zum Schafkopfer. Okay. Ja. Also gut, Spitze, Protokoll. Protokoll, Moment. Rösner kommt eine halbe Stunde zu spät. Wir sprachen über historische Brände und ihre Ursachen. Verbrennen von Personen im öffentlichen Raum unter Berücksichtigung von Feuerwehrangriffszonen im 16. Jahrhundert. Jawohl, ist richtig. Haben wir das letzte Mal durchgenommen. Hexenverbrennungen. Ja. Hexen wurden, Herrschaften, immer außerhalb der Stadtmauern verbrannt, wegen der Brandgefahr. Ne? Welches Holz ist da verwendet worden? Welches Holz? Wieso die Frage? Ja, aber feuchte Fichte, die spritzt ja das. Es war ausschließlich trockenes Buchenholz, weil feuchtes Holz führt zwangsläufig zu einer extremen Rauchentwicklung und die Leute wollten ja was sehen, wenn die Hex brennt, oder? Ja, sehr gut mitgedacht, Grobber, das stimmt. Da ist der Rösner noch nicht ja. da. Also wisst ihr was, pass auf, ich habe ein Anschauungsmaterial da. Das war sowieso Perlen für die Säue bei dem. Ich habe was da, und zwar, das ist eine archäologische Praline aus dem Feuerwehrmuseum in Prellkofen. Das hat mir der Drechsler da nicht mitgegeben. Ich muss natürlich die Sache dann unbeschädigt und ihr wisst, zu treuen Händen. Schaut euch einmal das an, Herrschaften. Das hier war eine Kleinfamilie aus dem 13. Jahrhundert, total verkohlt. Schaut euch einmal das an. Hey. Unglaublich. Ja, so. Total klein. Ja. Und weiß man was über die Verbrennungsursache? Wahrscheinlich irgendwie umherziehende Marodeure, die den Ort in Schutt und Asche gelegt haben. Österreicher? Nein, das geht historisch nicht haltbar, weil Österreich damals noch bei Bayern war. Ja. Herrschaften, wir merken auf, Brände wurden immer gestiftet, um Brandursachen zu vertuschen. Jetzt habe ich was gehört. Da bin ich. Ja. Sehr schön, dass Sie auch schon da sind, Herr Rösner. Darf ich mal privat was sagen? Ja, bitte. Ich meine, mir fällt auf, dass Sie mit der Zeit immer gerne im Clinch sind. Sie haben nie einmal persönlich dran gedacht, statt zur Feuerwehr lieber zum THW zu gehen, oder? Naja. Lassen wir das. Herrschaften, wir haben Anschauungsmaterial da. Schauen wir uns einmal das an und werden wir die Sache beurteilen. Was wir hier sehen, das ist der Wendlinger Hof. Der Wendlinger Hof ist ein Gebäude aus dem 14. Jahrhundert. Der Spätgotik, oder? Nein, Frühbarock. Beides ist möglich, auf alle Fälle. Schaut euch das genau an, sieht man da an diesem Gebäude irgendwo Brandschutztüren angebracht? Nein, Fehlanzeige. Gar nichts. Sieht man da irgendwo, dass ein Feuerwehrangriffsweg in diese Richtung gehen könnte? Gar nichts. Fehlanzeige. Herrschaften, ich muss dazu Folgendes sagen. Wir haben lange mit den Besitzern dieses Gebäudes verhandelt. Diese haben sich hartnäckig gewehrt, Brandschutztüren anzubringen. Sie haben sich ferner mit ihren Komplizen, anders kann man es nicht sagen, im Denkmalschutzamt geweigert, in dieses Gebäude eine feuersichere Betontreppe hineinzubauen, die in den vierten Stock gelangt hätte. Des Weiteren haben sie sich geweigert, das ganze Haus mit Leichtmetall-Fensterrahmen zu versehen. Sowie haben sie sich geweigert, zwei Schwermetall-Feuerwehrleitern an das Gebäude anzubringen. Und damit sehen wir wieder, mit welcher Feindseligkeit man dem Brandschutz heute gegenübersteht. Und die Beamten im Denkmalschutzamt sind die Helfershelfer der Katastrophe des Worst Case. Ja, sehr gut, Spitzer. Ich meine, 210.000 Euro, das war ihnen zu viel, das zu investieren. Und weil die dann stur gestellt haben, haben wir gesagt, wenn es so ist, ne, dann gingen wir mal ins Denkmalschutzamt selber rein. Ja. Dann haben wir zu denen gesagt, dann schauen wir uns einmal um bei euch im Gebäude.
Da werden wir mal schauen, was da brennbar ist. Gell? Und haben sie dann nachgegeben? Die haben nachgegeben, weil ich noch gesagt habe, habt ihr die nicht einen Funken verstanden? Ein Funken. Bildwechsel. Was wir hier sehen, das ist jetzt der Wendlinger Park. So schaut für mich Brandschutz im 21. Jahrhundert aus, Herrschaften. Ich möchte mich an dieser Stelle nur beim Sepp bedanken. Sepp, wirklich, auf deine Anregungen hin haben wir manches Gebäude erkennen können, was brandgefährdet ist. Und wir können dir versprechen, Sepp, dass wir in Zukunft jedes denkmalgeschützte Haus im Landkreis wirklich unter die Lupe nehmen werden. Ja, aber wenn ich das angucke hier, das Denkmal ist ja praktisch nicht mehr vorhanden. Ja, aber dass dieser Pulverfass war, das ist Ihnen wurscht. Oder? Ja, schon, aber spielende Kinder und wir haben den Worst Case, die absolute Katastrophe, weil die Kinder die Zintel und dann haben wir den Worst Case. Nun komm, nicht jedes Kind ist per se ein Pyromane. Logo, Moment, was haben Sie gesagt? Darf ich es nochmal hören? Was haben Sie gesagt? Nicht jedes Kind ist ein Pyromane. Aha, und mit dieser Einstellung gingen Sie zur Feuerwehr. Interessant. So, interessant. Dann nehmen wir mal das Thema Theater noch einmal. Zum Thema Theater. Das ewige, leidige Thema Theater. Ja, aber da ist noch nie was passiert im Theater. Sepp, erzähl's ihm. Ja. Noch nie wir was passiert. Wir waren inkognito drin. Was? Die erste Stuhlreihe 18 mm zu nah an der Bühne. Alle Fluchtwege sind zwischen 3 und 22 mm zu eng. Ja, das ist jawohl. So viel. Das ist ja. Zigarettenkippe auf dem Fluchtweg, noch das, im Gebäude. Das glaube ich nicht. Da habt ihr reingeschmuggelt. Das soll schmarrn. Da hochgehen da. Im Theater. Sind Sie in einem Raucherclub, Rösner? Ne, bin ich nicht. Nu komm. Nur haben wir schon die Musikschule zugemacht. Gott sei Dank. Ja. Und der Kindergarten ist auch versiegelt. Und der Grieche da, die letzte Wirtschaft im Ort, ist auch zu. Also zum Griechen, da kann ich noch was dazu sagen. Ja? Mit dieser Fritteuse, wo dieser Grieche praktiziert hat, das war ja praktisch ein Brandbeschleuniger. Okay? Und es ist wirklich, also, dass diese Fritteuse die letzte Ölung erfahren hat. Ja? So viel zu Griechenland. Ja? Das allerletzte, so Herrschaften, ich meine, jetzt Moment einmal, wir haben ja noch. Wir haben ja noch einiges vor uns. Genau, wir mussten doch die Formel lernen, die chemische Zusammensetzung vom Feuerwehrschaum. Und wer kann's? Sodium, Octylsulfat, H20, Polyethylene, Glykol 400, Butyl, Diglykol, Perfluoracil, Butain. Also Rösner, jetzt muss ich Ihnen was sagen. Ja, das sage ich Ihnen so. Das wissen wir auch, dass Sie alles wissen. Sie wissen alles besser. Okay? Aber hier geht es nicht um eine komplizierte Antwort. Hier geht es um eine einfache Frage. Genau. Okay? Da herschaffen. Verstehe ich nicht. Wir wollen hier. Herrschaften, wir haben, Sepp, ich weiß, du musst zum Schafkopf, ja, aber wir haben ja noch unsere Partner. Genau, unsere die Partnerfeuerwehr aus Inneri, aus Finnland. Aus Inneri, die kommen. Ja. Die freuen sich doch immer, wenn wir ein paar finnische Wörter sagen können. Da haben sie sich doch gefreut. Ja. Könnt ihr euch erinnern, was heißt denn Prost auf Finnisch? Kimmes! Ja, jetzt hab ich wieder ein Wort rausgesucht, damit sie sich freuen. Das lernen wir, Herrschaften, da freuen sie die unbändig, und zwar Feuerwehrschlauch. Das heißt, pass auf, purre Kettele, Lüssime, Kettele, Lette. Das kann man sich ja nicht merken. Mann, Sie können es ja nicht merken, gell? So schweiß, selber, was war? Ne, für die Kette, sehr, sehr kühl, das kann man sich doch merken. So, Herrschaften. Jetzt noch, bevor du dann gehst, ja. Wir haben ja noch ein Problem. Nächste Woche, ihr wisst, das Amtsgericht soll ja eingeweiht werden, das Fluchtwege. Und die Fluchtwege müssen von uns abgenommen werden auf ihre Tauglichkeit. Ja. Hey, wir müssen das unbedingt noch hinbringen. Zeit. Ich gehe jetzt freiwillig in den Brand. Simulator hinein. Mit dem Theater sind das wir noch machen nicht Sie, zu Ende. Herr Rösner, sehr schön, weil Sie fressen gerade. Jawohl, da können Sie reingehen, bevor Sie da lange mal anschnabbeln. Hey. So, Herr Rösner. Hey, Moment, wo gehen Sie denn hin? Ich soll doch im Brandsimulator ja, gehen. Ja, doch erst auf ein Zeichen von mir. Wird doch gestoppt, das ist doch die Zeitabnahme. Nun, wenn ich ein Zeichen gebe, dann gehen Sie los. Hey, Moment. Jetzt ja. Was ist das Zeichen? Hey! Hey!
Wo geht das denn hin? Da, was ist denn nun noch? Walkie-talkie. Walkie-talkie. Oh. Also. Oh. Ratscher. Nein. Also. Rösner, wo sind Sie jetzt? Weiß ich noch nicht. Jetzt wird's aber Zeit. Was? Es wird Zeit. Riechen Sie was? Nee, warum? Ja, warum? Weil das ein lebensnaher Versuch ist. Das werde ich dann schon merken, wenn es warm wird. Ja. So, jetzt sind wir bei der A3, stimmt's? Ja, A3, da ist eine Sperre. Ja, aber Sie haben doch eine Stirnlampe. Ja, hab ich. Ja, also, ist es blau oder gelb? Gelb, glaube ich. Glauben Sie, sind Sie farbenblind? Nee, bin ich nicht, glaube ich. Ja, hoffentlich, sonst sind Sie Anthrazit-Mensch. Hey, und jetzt sag, ja, wenn es brennt, in den Lift rein. Ja. Jetzt pass auf. Und jetzt sind wir beim Kreuzweg. Ja, bin ich. Ja, gehen wir links oder rechts jetzt? Ja, so links geh, dann ist er in der Falle. Da gehen wir halt links. Links! Ja, links! Ja, was ist jetzt halt links? Ich riech was! Jetzt hat er Rauchkontakt. Rauch! Also, Herrschaften, wir müssen den Weg deppenfrei machen. Hey, ja, idiotensicher, ja. Weil die ich seh ja der. Nichts mehr! Ja, der verbrennt doch, ja, ja, das ist doch, hat er gar keinen Sinn. So kein Wert. Ich beantrage den Abriss des Neubaus vom Amtsgericht und Neuplanung unter allen feuerschutztechnischen Erfordernissen. Das wäre teuer. Ja. Ja, ja. Das kommt halt davor, wenn man nicht rechtzeitig mit der Feuerwehr kooperiert. Ne? Ja, Rösner, was ist jetzt? Hä? Was haben Sie denn da? Was ist denn das? Da haben wir eine Leberkäse. Herrschaften! Moment! Mahlzeit! Ah. Mahlzeit! Mahlzeit!